er gesehen hat. Tim hat darüber gepredigt. Oder der Zachäus, der aus dem Baum gerufen wurde. Ich weiß auch nicht, wie oft ich die schon gehört habe. Und manchmal überlege ich so, ich würde gerne mich mit diesen Personen mal zusammensetzen und mal unterhalten. Ist das alles so, wie wir das so interpretieren aus der Bibel? Ich würde gerne ein Interview führen oder bei einem netten Kaffee oder vielleicht einem Tee. Einfach mal fragen. Sag mal ehrlich, was war die Begegnung in deinem Leben, die alles verändert hat? Und war das dann automatisch? Kam das einfach so? Und es gibt ja viele Geschichten, da ist das naheliegend, ne? Also Geschichte wie zum Beispiel Paulus, ne? Der vom Blitz getroffen wurde, mal ein paar aus dem Neuen Testament noch zu nehmen. Oder ein Finanzbeamter aus Äthiopien, der eine Schriftrolle liest und Gott begegnet. Oder der Kollege, der mit Jesus am Kreuz hing. Ey, der hat eine Begegnung mit ihm und kam in den Himmel. Mit dem hätte ich auch gerne mal geredet, ne? Was ihn so motiviert hat, was er denn da in Jesus gerade erkannt hat. Und ich merke, alle Geschichten, und ich mache euch Mut, die Bibel auch in den Ferien zu lesen, haben aber eines gemeinsam. Alle Geschichten sind immer ein Doppelpunkt. Es ist nie, und das war es jetzt. Man könnte meinen, bei dem Schächer am Kreuz war das so, aber selbst der hatte die Ewigkeit bei Jesus noch vor sich. Auch da war es ein Doppelpunkt. Es ist immer was Neues und eine Begegnung mit Gott ist immer der Weg, der Beginn eines Weges und nie ein Automatismus. Und Neues muss sich bewähren. Und das haben gerade die Beispiele von letzter Woche gezeigt. Auch wenn es Ausschnitte war, aber gerade bei Jakob sehen wir das sehr stark. Ich würde jemand anders interviewen. Also mein Herz, ne, schlägt ja für die Frauen in der Bibel, das wisst ihr. Und ich würde die Maria mal interviewen. Ich würde mal fragen, Maria, sag mal, was war deine Begegnung, so die Begegnung im Leben bei dir? Und ich stelle mir vor, wie ich sie treffe. Sie sitzt mit ihren Söhnen, mit noch den 11 Jüngern und anderen Frauen oben in einem Raum in Jerusalem unterm Dach und sie warten. Sie warten auf Jesus, nein, sie warten auf die Erfüllung von dem Versprechen, was Jesus gesagt hat, es wird der Tröster kommen. Jesus war vor ein paar Wochen gestorben und wieder auferstanden. Und jetzt sitzen sie da und warten. Inzwischen ist er am Himmel aufgefahren. Und diese Frau ist mit 40. Man sieht ihr an, dass sie einiges im Leben durchgemacht hat, aber sie scheint nicht verbittert zu sein. Irgendwas war in ihrem Leben, was gut war. Und das finde ich schon erstaunlich. Und ja, ich würde sie fragen, Maria, welche Begegnung hat dein Leben verändert? War so der Turning Point, auf gut Deutsch zu sagen. Leider ist natürlich so ein Interview nicht möglich, aber ich werde euch so ein paar Fragen in der Predigt jetzt stellen oder die ich Maria stellen würde und euch versuchen, mit euch zu beantworten oder sie für euch beantworten. Und ich bin mir sicher, Maria würde sagen, du, das Erlebnis, das ich hatte, war, als ich in meinem Zimmer saß und plötzlich erfüllte die Herrlichkeit Gottes den Raum und ein Engel trat ein und machte mich oder prophezeite, dass ich Mutter werden würde. Keine Angst, wird keine Weihnachtsgeschichte. Aber Maria ist eben nicht nur eine Weihnachtsfigur in unseren Krippenspielen, sondern ist ein Mensch, der so viel mit Gott erlebt hat. Maria ist circa 13 Jahre, als ihre Geschichte in der Bibel beginnt. 13 Jahre. 13 Jahre, ein Teenie. In unserer Zeit werden ja Teenies in dem, oder Jugendliche in dem Alter eher so mit der Rubrik, wird schon, geht auch wieder vorbei, abgestempelt. Und oft von Lehrern und selbst Filme, was ich unmöglich finde, muss ich ehrlich sagen, werden immer in diese Kategorie werden die Teenies immer nur in dieser Kategorie gezahlt, sind schwierig, sind unmöglich und musste durch, musste aushalten. Aber Gott beruft eine 13-Jährige, die Mutter seines Sohnes zu sein. Das müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Eine 13-Jährige wäre die Mutter von Gottes Sohn. Und ich würde dann vielleicht Gott mal fragen, hast du dir das auch gut überlegt?
Ich meine, man wird ja nicht mal eben nur so Mutter, da gehört ja noch was dazu. Ist ja nicht nur ein Kind auf die Welt bringen, wissen wir alle, die Mütter sind oder die mit Kindern zu tun haben. Aber hier beginnt Gottes Geschichte mit Maria. Zuerst sendet er den Boten. Es gibt einen Boten in der Bibel und der wird immer wieder gesandt. Es ist der Gabriel. Der hat seinen Platz direkt am Thron Gottes. Auch das kann ich mir aber gar nicht vorstellen, aber so steht es in der Bibel. Und er wird auserwählt, Maria zu sagen, dass sie begnadigt ist und dass sie schwanger werden wird. Ihr kennt die Weihnachtsgeschichte. Gott wählt hier eine junge Frau aus, weil er ihr Herz kennt, ihr Potenzial sieht und weiß, wie sie sich entwickeln wird. Und ich spreche ja mit ihr fiktiv oben unterm Dach in Jerusalem 40 Jahre später. Hier sitzt sie, diese junge Frau, und Gott sieht schon, was da kommen wird. Ey, so einen Gott haben wir. Er weiß, was kommen wird. Ist das nicht ein Privileg? Und so eine andere Sicht, als wir sie oft haben. Bei Gott spielt weder Herkunft, weder Alter, weder Umstände, weder deine Herkunft, die vielleicht viele Geschichten mit sich bringt, weder deine Religion, irgendeine Rolle, wenn Gott dich beruft und in dir was sieht und er eine Begegnung mit dir haben möchte. Und das sage ich allen Teenies, ich glaube, heute sind nicht so viele da, und allen alten Menschen, die so am Rand sind, und den Kindern. Gott kann, egal wo ihr steht, eine Begegnung mit euch haben, und er möchte Begegnung mit euch haben. Und er kann auch jedem Menschen noch einen Auftrag geben, auch wenn wir das uns nicht vorstellen können. Und dann darf eine Teenagerin die Mutter seines Sohnes werden, weil er das Herz kennt. Und nicht nur das, er schickt nicht nur einen Engel, er schickt ganzen Himmel voller Engel. Und die Hirten bezeugen das dann, die Weisen kommen, die Propheten, und alle sagen, Maria, es ist wirklich der Versprochene. Du kannst dich darauf verlassen. Und ich kann mir vorstellen, dass Maria manchmal sich selber wie in so einem Film findet und denkt, hä, bin ich's? Und dann geht sie zu Elisabeth, ihrer Verwandten, und dann fängt sie an, man nennt das Magnificat, ein Lied zu singen über die Größe und das Anderssein von Gott. Lest das mal durch im Lukas 1. Hoch hebt er seinen gewaltigen Arm und fegt die Hochmütigen weg. Mächtige stürzt er vom Thron und Geringe, so wie eine Maria, setzt er darauf. Nämlich sie hat was zu sagen, was zum Teil Mächtige nicht haben. Hungrige macht er mit guten Dingen satt. Und Reiche schickt er mit leeren Händen fort. Maria ist überwältigt von dem, was Gott an ihr getan hat. Ich habe Teenager erlebt, die Gottesbegegnungen hatten. Nicht wie Maria, aber war nichts, dass ich sowas gehört hätte, aber die wirklich auf Freizeiten oder auch in der Gemeinde Gott erlebt haben, eine Gottesbegegnung hatten. Aber leider hatten sie keine Menschen, die sie begleitet haben, sondern eher belächelt haben. Und da gucke ich in Familien, und ich weiß von Familien, wo Kinder einfach gar keine Unterstützung haben in ihrer Entscheidung und nach ihrer Begegnung mit Gott. Und viele, die ich kenne, sind leider wieder auch selbst nach einer tollen Begegnung mit Gott weg von ihm gegangen und sind nicht dran geblieben. Und ich möchte uns, die wir mit Jesus unterwegs sind, vielleicht auch schon lange, echt ermutigen, unsere Kinder und unseren Jugendlichen mit einem Respekt zu begegnen, dass Gott genau dieses Kind, von dem du vielleicht gerade nicht so viel hältst, weil es dir Mühe macht in der Erziehung, dieses Kind kann Gott berufen und eine Berufung in dieses Kind hineinlegen, das ein Weltveränderer für manche Menschen sein wird. Und lass uns Vorbilder sein, damit es zu einem Lebensstil der Begegnungen wird, auch bei Jugendlichen, und nicht nur bei einer Begegnung bleibt. Jetzt könnte man ja denken, na klar, also wenn mir so ein Engel begegnet wäre, das läuft dann schon, ne? Dann, wenn ich dann Probleme habe, dann komme ich immer wieder darauf zurück. Und natürlich muss Maria den Weg mit Jesus gehen, schließlich lebt er ja mit ihr. Aber ich habe in keiner Geschichte in der Bibel gelesen, dass die Nachfolge ein Selbstläufer ist, nicht eine.
Es ist immer ein Weg. Und auch bei der Maria. Auch Maria ist keine Heilige. Maria ist ein Mensch. Und nirgendwo finde ich irgendeinen Automatismus, dass es dann aber klappt. Es ist immer, dass Menschen, die eine Gottesbegegnung haben, in Beziehung mit diesem Gott leben. Ihn als wir gehen zusammen, wir sind gemeinsam unterwegs, erleben. Und es wäre schön, wenn es nur Erfolgsgeschichten in der Bibel gibt, aber es gibt sie nicht. Es gibt viele, die genau diesen Weg mit ihm nicht gegangen sind und tolle Gotteserfahrungen gemacht hatten. Darum, es kann ein Leben verändern. Darum würde ich Maria gerne fragen, sag ich, okay, du hast jetzt diese Begegnung mit dem Engel gehabt, aber sag mal, wie sah denn der Weg jetzt aus? Du hast Jesus mit dir gehabt, der war ja vorher aber auch klein, bevor er wirklich ihr was geben konnte oder sie von ihm lernen konnte. Was hat dich auf dem Weg gehalten? Und ich glaube, die Maria würde sagen, weißt du, eine Sache, die ganz wichtig ist, ist der Lobpreis und der Gehorsam. Als Maria die Botschaft vom Engel bekommen hat, hätte sie ganz, ganz viel Grund gehabt zu klagen, zu zweifeln, zu hinterfragen und überhaupt zu sagen, ey, sie stellt eine Frage, aber in nichts hinterfragt sie das, was der Engel ihr gerade sagt. Wie sollte das in der Familie überhaupt möglich sein, ein Kind zu bekommen und keinen Mann zu haben? Hätte sie fragen können, was werden die Nachbarn denken? Die haben in einem engen Dorf gelebt. Die wäre aus der Gemeinschaft rausgeflogen. Die hätte nicht mehr in die Synagoge gehen dürfen, weil sie untreu gewesen ist. Ohne Gemeinschaft zu leben, undenkbar. Doch nichts kam über ihre Lippen. Die einzige Reaktion ist, ich bin deine Dienerin. Was du gesagt hast, soll mir geschehen. Und ich glaube, das ist so die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen und die auch kein Ende hat. Wo stehen Umstände uns im Weg, um Gott anzubeten? Das, was wir gerade gesungen haben, du bist ein Miracle Maker, einer, der Wunder tut, der großartige Dinge tut, der heilen kann. Können wir nicht immer singen? Wir können singen, weil die Melodie schön ist, aber wo können wir es vom Herzen singen, wenn die Umstände schwierig sind, wenn wir enttäuscht worden sind, wenn unerwartet Tod, Krankheit oder irgendwelche Süchte in unser Leben gekommen sind oder von den Menschen, die wir lieben, kann ich da noch Gott anbeten? Wenn Gott mein Gebet wieder nicht erhört hat und ich bete schon 20 Jahre für meine Schwester und meinen Bruder oder 40 oder 50 Jahre. Und es gibt viele Gründe, in Selbstmitleid und Resignation zu fallen, ganz schnell. Wenn wir unseren Blick, und das war dieses Lied, das fand ich so stark, dass ihr das gerade gesungen habt, wenn wir unseren Blick auf Gott werfen, dann wissen wir, wer er ist. Und dann ist das die Perspektive, die wir haben und nicht das, was wir denken, was gerade so wichtig ist. Und unser Leben bekommt eine andere Qualität, wenn wir ihn zuerst in den Blick haben. Ich habe angefangen, als mir das so bewusst geworden ist, in meiner stillen Zeit, in meiner Zeit mit Gott, immer eine Anbetungszeit erst zu haben. Das kann manchmal ein Lied sein, wenn ich keine eigenen Worte habe, das kann ein Psalm sein. Und ich bete Gott immer erst an und nehme mir dafür Zeit. Und wenn ich zu keiner Bitte mehr komme, denke ich mir, es ist keine vertane Zeit. Es ist die Anbetung, vor der ich stehe. Und die Bitte, dass ich gehorsam bin, wenn Gott mir was sagt. Und das erneuere ich jeden Tag wieder. Es ist so gut, diesen Blick zu haben auf Gott. Er ist Herr und nicht wir. Und ich glaube, Maria würde noch was anderes sagen. Sag, Ulrike, das, was du mit Gott erlebt hast, bewahr es in deinem Herzen. Es ist ein Schatz, heb es auf. Als ich darüber nachdachte, fiel mir eine Geschichte ein. Und ich glaube, die meisten von euch kennen das. Kennt ihr Frederik, der Mäuserich? Der, als es die Sonne schien und alles schön warm war, sammelte er Farben und die Wärme. Und die anderen Mäuse sammelten Futtervorrat für den Winter. Und als dann der Winter kam und alles grau und kalt war, hatte er seine Schätze, so ein Kinderbuch, und dann holt er das hervor und dann haben sie alle warmes Farben und alles ist schön. Es ist natürlich eine Kindergeschichte, aber es drückt so ein bisschen was aus.
Maria wird beschrieben als eine, die alles, was sie hört und erlebt, im Herzen bewahrt. Und das wird mehrmals geschrieben über sie. Das finde ich richtig interessant, spannend. Also die Begegnung mit dem Engel oder die Worte, die über Jesus gesagt werden. Und das sind die Dinge, die Jesus selber gesagt hat, als sie mit ihm gelebt hat. Und sie bewahrt es. Sie geht sorgsam damit um. Vielleicht meditiert sie, ich weiß es nicht. Spricht mit Gott darüber. Auf jeden Fall hält sie es immer wieder wach. Und dieses Bewahren ist so ein Don't forget. Egal was kommt, ich kann mich erinnern. Ich habe Zusagen. Menschen haben das über mein Leben ausgesagt. Und David im Psalm 103, der auch viele Begegnungen mit Gott hat, auch viel Schweres erlebt hat, schreibt im Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele und alles, was mich ausmacht, seinen heiligen Namen. Alles. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss all das Gute nicht, was er für dich tut. Er vergibt dir all deine Sünden und heilt all deine Krankheiten. Er kauft dich vom Tode frei und umgibt dich mit Liebe und Güte. Er macht dein Leben reich und erneuert deine Kraft, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Und der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht erfahren. Und dann geht er weiter im Psalm 103 und zählt auf, was Gott in seinem Leben Gutes getan hat. Ich hatte eben das kurz angedeutet. Wir machen die Erfahrung, dass oft nach Taufen, nach Freizeiten, nach großen Konferenzen der Teufel kommt und alles das, was gut ist, was in unserem Leben positiv ist, zu zerstören, wegzunehmen, die Erfahrungen in Frage zu stellen und zu sagen, war das wirklich so? Bist du dir sicher? Und dann ist gut, wenn wir Schätze gesammelt haben. Gut, wenn wir mit den Wahrheiten unterwegs sind, die er uns gegeben hat. Und er ist stärker als der Teufel. Das kann mit dem Merken im Herzen merke ich, tue ich mir manchmal so ein bisschen schwer. Ich vergesse eben auch schnell oder andere Sachen sind so viel da und dann sind die stärker als alles andere. Schreibt es im Tagebuch auf. Ich schreibe mir mein vieles auf. Ich mache mir Aufnahmen oder schreibe es ins Handy. Sehr ermutigend finde ich da auch Kleingruppen oder Live-Groups, wo wir uns gegenseitig stärken können. Das haben wir mit Gott erlebt. Und die anderen erinnern sich manchmal besser und sagen, stopp, du hast doch das mit Gott erlebt. Halt da dran fest. Und dann uns gegenseitig anzufeuern. Gott ist mit uns unterwegs. Ich habe ein sehr faszinierendes Buch gelesen von einem Daniel Vaheli. Er war gefangen, er war Missionar gewesen und wurde gefangen genommen und reflektiert in einem Buch seine Gefangenschaft und was er da erlebt hat. Und ich möchte euch einen Ausschnitt daraus vorlesen. Während der ersten 6 Tage meiner Inhaftierung lernte ich, mich am Herrn zu freuen, wenn ich betete und über Bibelverse nachdachte, die ich auswendig kannte. Es war eine großartige Erfahrung und zeigte mir die Wichtigkeit, Gottes Wort auswendig zu lernen. Ich sang auch viele Lieder, die ich auswendig kannte. Er hatte kurz vorher seine Bibel wiederbekommen. Und jetzt, wo ich meine Bibel hatte, verschlang ich sie wie nie zuvor. Ein Mann, der im Gefängnis ist, 2 Kinder und Frau, wissen nicht, was mit ihm ist, findet Trost in dem, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat, auswendig zu lernen. Er konnte es wieder abrufen. Sehr ermutigend. Es hat mich sehr ermutigt. Und dann gibt es noch eine Frage, die würde ich wirklich gerne Maria stellen. Maria kommt ja so ein bisschen, ich würde sagen, welch fälschlicherweise so als Heilige rüber. Sie war eine besondere Frau, sie hat über 30 Jahre mit Jesus zusammengelebt, gar keine Frage. Und trotzdem weiß ich, es gibt einen Heiligen, das ist Gott selber, der als Gott und Jesus und Heiliger Geist sich uns offenbart. Also Maria war auch eine Lernende. Aber wo musste sie eigentlich lernen? Ich würde Sie fragen, Maria, wo hast du gelernt? Wo war dein Punkt, wo du merktest, da geht noch mehr? Da muss Jesus mich verändern oder Gott mich verändern. Und ich bin mir sicher, sie würde eine Begegnung ansprechen. Sie war eingeladen zu einer Hochzeit und Jesus war mit seinen Jüngern auch da. Und
30 Jahre hatte sie mit ihm gelebt. Wir haben mit unserem Sohn 25 Jahre gelebt und so, man kennt sich. Ich weiß so, wie der tickt. Ich weiß so, was gut bei ihm ist und wo seine Stärken hat. Er hat keine Schwächen. Und Maria war so mit Jesus unterwegs. Sie kannte ihn von klein auf, wusste, was so seine Vorlieben waren, was er gerne mochte und was nicht. Und sie wusste, wie sehr er Menschen liebte und wie wichtig Menschen für ihn waren und dass es ihm gut ging. Und das war das, was sie von ihm kannte. Und jetzt war die Hochzeit. Und in der Hochzeit ist die Vollkatastrophe passiert, die alle verstehen, die schon mal im Orient waren oder daherkommen oder aus diesen Kulturen kommen. Es ging der Wein aus. Und dann steht in der Bibel, ich möchte es auch kurz vorlesen, als dann der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Frau, in was für eine Sache willst du mich da hineinziehen, entgegnete Jesus. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter an die Diener und sagte, tut alles, was er euch aufträgt. Aber Marias Intention war doch so gut. Und sie wusste doch, wofür Jesus Herz schlägt. Und trotzdem weist Jesus sie zurück. Warum tut er das? Hat sie sich vertan? Und ich glaube, hier war Maria eine Lernende. Und hier möchte ich mich gern auf dem Weg mit ihr einreihen als Lernende. Es ist meine Lektion, vielleicht auch deine Lektion. Ich weiß, ich wüsste und ich könnte Jesus so genau sagen, was er doch jetzt zu tun hätte. Ich bin schon so lange mit ihm unterwegs. Ich habe Wunder erlebt. Ich habe ihn sprechen hören. Ich kenne sein Wort ziemlich gut. Und ich weiß, was er will. Ich weiß, was er für die Person will und die Person und in dieser Situation will. Und hier ist doch Krieg. Du kannst doch keinen Krieg wollen. Und dem Menschen geht es doch schlecht. Und hier ist doch jemand krank. Und Jesus sagt, Ulrike, ich habe meine Zeit. Du darfst mich bitten, du darfst im Vertrauen kommen. Aber vertrau mir. Ich liebe die Menschen noch viel mehr als du. Ich bin noch viel näher an ihnen dran. Ich bin noch für sie gestorben. Du darfst sie bitten, aber lass mir meine Zeit und meinen Weg und meine Art, wie ich mit diesen Menschen umgehe. Vertrau mir, du darfst mich bitten, aber ich habe den Überblick. Eine, glaube ich, der sehr, sehr schweren Lektionen, vielleicht auch die Lektion, die Maria lernen muss, es gibt zwei Begegnungen in der Bibel, wo sie genau so von Jesus fast angefahren wird. Maria, ich habe meine Zeit. Vielleicht sagt er dir, du, ich habe meine Zeit, bete weiter, aber ich habe meine Zeit. Ja, und dann kommt der Moment aller Momente. Eine Mutter muss sehen, wie ihr Sohn gekreuzigt wird. Wie Maria da wohl darauf reagiert hätte, wenn ich sie gefragt hätte. Und es war erst ein paar Wochen her. Sie steht am Kreuz und muss sehen, wie ihr Sohn stirbt, wie ihr unschuldiger Sohn sein Leben gibt. Und ich kann mir vorstellen, sie hätte alles getan, um ihm diesen Schmerz abzunehmen. So sind wir. Wir würden gern Schmerz abnehmen. Wie konnte sie das aushalten? Doch ich glaube, hier schließt sich, wenn es einen Kreis gibt, hier schließt sich ein Kreis. Maria wurde in der Liebe von Gott wirklich auf diesen Moment vorbereitet durch eine prophetische Aussage, dass etwas in ihr Herz stechen wird. Und das war es bestimmt auch. Und trotzdem hatte sie ganz viele andere Zusagen. Und ich möchte nochmal zurückkommen zum Engel am Anfang. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und den sollst du Jesus nennen, hat sie gemacht. Also diese Prophetie ist in Erfüllung gegangen. Und jetzt kommt die nächste. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron des Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Wenn jemand für immer herrschen wird, dann kann der Tod nicht das letzte Wort haben. Das geht nicht, weil er muss ja herrschen. Und vielleicht hat Maria
von Gott genau diese Zusage wiederbekommen: Maria, der Tod ist nicht das Letzte. Jesus wird herrschen. Ich habe es dir doch gesagt. Und selbst am Kreuz sieht Jesus noch Maria und gibt ihr Trost. Er nimmt sie wahr. So ist Gott. In unserer tiefsten Not sieht er uns und nimmt uns wahr. Und hier bin ich eigentlich am Anfang wieder der Predigt. Maria hat erlebt, wie Jesus hat erlebt, dass er nicht im Tod geblieben ist und in den Himmel aufgenommen wurde. Und sie hatte die Gewissheit, alles, was jetzt kommt, wird genauso in Erfüllung gehen wie das andere, was vorher über ihn gesagt wurde. Das ist eine Skizze, ein kurzer Abriss von Maria. Nehmt euch Zeit, vielleicht in den Ferien einmal bei ChatGPT Maria zu gucken. Maria, die Mutter Gottes, Mutter von Jesus. Lest es kurz nach und lasst diese Texte oder im Internet einfach gucken, Maria. Und ich möchte euch die Fragen mitgeben für eure Woche, vielleicht für euer Leben. Bist du davon überzeugt, dass Gott dich und jeden Menschen, bei dem du dir gerade nicht vorstellen kannst, gebrauchen kann? Auch wenn du ihn gerade nicht für geeignet siehst. Bist du überzeugt, dass Täler des Lebens gangbar werden und eine Perspektive bekommen, wenn wir Gott anbeten und gehorsam den Weg gehen, den er uns zeigt? Und überzeugt, dass das, was wir im Herzen bewahren, freigesetzt werden kann, wenn schwere Zeiten kommen und uns dann wirklich Perspektive gibt? Und bist du wirklich überzeugt, dass Gott seine Zeit mit dir hat, auch wenn es im Moment gerade vielleicht richtig, richtig schwierig aussieht? Und dann kann eine Begegnung mit Gott alles verändern. Alles kann verändert werden, wenn wir uns auf den Weg mit ihm einlassen und ihm folgen und nicht unseren Vorstellungen. Und dann wird unser Leben eine Erfolgsgeschichte für ihn. Amen.